Liebe Grüße aus Thailand. Wir sind hier auf der Insel Koh Phangan, Anfang August 2019. Ich wollte euch nur mal ganz kurz zeigen, wo wir hier sind, wie es hier ausschaut. Im Süden, im Südosten der Insel sind wir gerade. Das Meer ist momentan, das ist wahrscheinlich jahreszeitlich bedingt, relativ weit weg. Also wir haben hier Ebbe, am Abend kommt dann das Meer wieder ran, immer mehr. Genau, hier sieht man auch gleich einen Strandhund hinter uns. So der Klassiker von Thailand, die sind ja unglaublich lieb und zutraulich. Also die tun dann überhaupt nichts. Wir sind im Papillon Resort. Der Inhaber ist ein Franzose, hat eine Thailänderin geheiratet, lebt hier, vermietet das. Es sind momentan zur Vermietung stehen 5 Zimmer, 5 Bungalows. Da gehen wir nachher gleich mal rein. Direkt nebendran, das ist jetzt momentan zugehangen, das Manchis Resort heißt das. Das sind auch total nette Betreiber, auch, ich glaube, Europäer müssten sein. Da ist heute Abend Barbecue ab 17 Uhr, da werden wir hingehen zum Essen, also direkt am Strand mit Sonnenuntergang, was will man mehr. Momentan regnet es, wie gesagt, aber das hört nachher auf und dann gibt es Barbecue, ganz lecker essen. Zum Strand an sich nochmal, in diese Richtung, das sind einzelne Resorts noch, so 2, 3 kommen da, so fußläufig, ansonsten menschenleer, absolute Ruhe. Wenn es sich regnet, ist der Sand hier auch relativ weiß, das Wasser ist sehr seicht. Hier auf der anderen Seite, in die andere Richtung, da sieht man auch gerade den Inhaber hinter mir. Der räumt gerade einen Strand auf. Also alles, was so an Treibgut rangekommen ist, räumt jetzt mit der Schubkarre weg, dass er wirklich auch alles ordentlich ist und sauber ist. Und jetzt gehen wir mal ins Resort rein. Was heißt Resort? Resort ist zu viel gesagt. Wie gesagt, 5 Bungalows sind es. Vom Preis her, wir haben bezahlt als Familie zu dritt 228 Euro. Entspricht im Prinzip beim Kurs von 1:34, also 1 Euro, dafür bekommt man 34 Thai-Baht momentan. Einen Roller haben wir uns angemietet, das ist hier vielleicht auch ganz nützlich, der hat gekostet 250 Thai-Baht, das sind auch so umgerechnet 7-8 Euro am Tag. Sprit nicht der Rede wert, also der verbraucht ja eh nichts und man ist ja absolut flexibel im Zentrum, genau von hier aus ins Zentrum, Tong Sala, wo auch jeden Abend ein Markt ist, wo man lecker essen kann. Ganz viele Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten. Braucht man mit einem Roller circa 10 Minuten, wenn man vorsichtig fährt. Es gibt also Durchgeknallte, die heizen über die Insel. Die schaffen es wahrscheinlich in 5, aber ich bin im Urlaub und ich will gesund wieder nach Hause kommen. Deswegen planen wir immer so 10 Minuten ein. Jetzt zeige ich euch mal das Resort. Also wie gesagt, alles mit Palmen schön zugewachsen. Hier drüben ist eine Bar, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Direkt am Strand natürlich. Klassisch liegen, da kommen dann noch Liegenauflagen dann immer drauf, wenn der Regen weg ist. Jetzt haben wir hier eine Bar, die zeige ich euch gleich mal. Das ist auch ganz nett, die Preise sind mega fair. Für ein Bier zahlt man so circa 1,50 €. Also es ist ganz, ganz, ganz toll. Wow, jetzt bin ich im Trocknen. Jetzt warten wir mal, ob sich das Handy irgendwie. Ja, da sieht man es. Also wie gesagt, Kühlschränke, Getränke. Alles ganz, ganz nett angelegt, Bambusstühle, so wie man es halt aus Thailand auch kennt. Die Anlage an sich ist sehr gepflegt, trotzdem auch natürlich gelassen, also nicht irgendwie jetzt was künstlich angelegt. Ganz viel Grün, liebevoll angelegt, da sieht man auch hinter uns, also es ist alles zugewachsen. Und jetzt gehen wir einfach mal so in Richtung unserer Bungalows. Hier sind die ersten zwei, die direkt Strandlage haben. Sind 2 Bungalows, im Prinzip für jeweils 2, maximal 3 Personen geeignet, die sind vermietet. Und jetzt schauen wir einfach mal. Hier sind dann nochmal 2, die sind auch direkt am Strand. Voilà, genau auf der anderen Seite. Die sind momentan auch vermietet. Und jetzt laufen wir einfach mal so in die Anlage rein. Was ich wundervoll finde, hier ist es blüht alles und wenn der Regen weg ist, kommen dann die Schmetterlinge raus. Da ist hier alles, was hier so Blüten sind, alles komplett voll mit Schmetterlingen aller Arten. Groß, klein, bunt. Die Vögel zwitschern hier eigentlich den ganzen Tag. Auf der anderen Seite, im Prinzip 5 Meter weiter, ist der nächste Baum. Der ist, sieht man auch schön, auch komplett blühend alles. Es duftet, die Vögel zwitschern, Schmetterlinge. Also Natur pur. Und der Besitzer, der wohnt im Prinzip, wenn man hier langläuft, da hat er so ein ganz kleines, um seine Privatsphäre aufzubauen, so eine ganz kleine Tür, die ist meistens offen und wenn man braucht, geht man einfach rein, der ist immer da, der kümmert sich immer, also auch ein ganz netter Kerl, spricht perfektes Englisch. Neben uns, das wäre dann
hier im Prinzip, da wohnen dann auch Einheimische, die zur Familie gehören. Und das ist auf jeden Fall unser Bungalow. Ganz, 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 ganz nett. Mit so einer süßen, netten Liegeecke. Dann natürlich ein Holztisch. Wir haben zwei Etagen, wie man sieht. Also wir können im Prinzip oben, ist nochmal auf der oberen Ebene, kann man nochmal schlafen. Da passen 5, 6 Leute rein. Und an sich ist dann hier nochmal das Zentrum. Das sind richtig schöne, fette Bananenstauden. Die bilden so das Zentrum, da kann man so ringsrum fahren. Wir haben uns, wie gesagt, eine Rolle angemietet, der steht hier. Wichtig ist noch, ja, ihr habt hier WLAN. WLAN ist kostenfrei, hat man in Thailand ja ohnehin überall. Es ist kostenfrei und es ist echt ein super, super toller Empfang, WLAN-Empfang. Jo, das war's erstmal. Wie gesagt, wir stehen hier im Regen, aber es ist absolut angenehm. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, liked uns und habt noch viel Spaß. Ich melde mich auf jeden Fall wieder und abonnieren. Ciao, ciao.